Hallöchen, meine lieben Freunde der Nacht und herzlichst willkommen hier zu einer neuen Runde Warhammer 40.000 Rogue Trader. Is there money to be made? Wir haben ein, zwei kleinere Probleme aktuell bei Rogue Trader. Ich versuche es euch zu erklären, bevor wir ins Spiel starten. Problem ist, dass erstens, wir haben jetzt hier Mitte, Ende Januar, die letzte Aufnahme, die letzte Folge ist von Mitte Dezember. Denn dann, nach der letzten Aufnahme, so ein, zwei Tage später, gab es sowohl bei Rogue Trader als auch bei Windows ein Patch. Und seit dieser zwei Patches, und ja, ich habe es auch schon versucht, die beiden Patches rückgängig zu machen, hat auch nichts geholfen. Seit dieser zwei Patches habe ich folgendes Problem. Und zwar, wenn ich im Spiel drin bin, habe ich in der auf OBS betrachtet keine Pegelausschläge mehr. Ich habe weder einen Pegelausschlag beim Spiel, noch einen Pegelausschlag bei meiner Tonspur. Die Zeit unten bei OBS, wie lange die Aufnahme schon läuft, bleibt stehen. Sie stand die ganze Zeit gerade bei 17 Sekunden, obwohl wir schon bei 1 Minute 25 sind. Und daher sehe ich nicht, ob die Aufnahme läuft, weil ich habe normalerweise einmal OBS offen auf dem zweiten Bildschirm und den Ordner, wo die Rohdatei reingeschmissen wird. Und selbst dieses, wenn man die Aufnahme startet, erscheint normalerweise sofort die Rohdatei dort in dem Ordner. Aber selbst das, wenn ich im Spiel drin bin, passiert das nicht. Und ich habe das Spiel auf Vollbildmodus Fenster. Also nicht auf Vollbild, sondern auf Fenstermodus. Kann ich euch auch zeigen. Option, Grafik, Vollbildfenster ohne Rand. Es ist also Fenstermodus. Und ich weiß nicht, wo das Problem ist. Jetzt bin ich zum Beispiel wieder reingetappt hier. Meine Pegelausschläge sind weg. Und die Uhr, theoretisch, wie lange die Aufnahme schon läuft, steht jetzt bei 1 Minute 15. Obwohl sie bei 2 Minuten 21 ist. Das hat seltsame Auswirkungen, und zwar hier ist das nicht so. Wir befinden uns übrigens kurz vor der Videosequenz am Raumhafen, wo der wo der Space Marine auftauchte. Wenn ich dann hier in den Raum reingehe, in diesen, passiert Folgendes. Der Ladebalken ist da und plötzlich sehe ich wieder die Pegelausschläge. Sie kommen verzögert. So ruckartig, also nicht fließend, wie es normalerweise ist. Aber hier gibt es Pegelausschläge. Schlechte, aber es gibt welche. Gehe ich wieder zum Raumhafen zurück. Während des Ladebalkens alles flüssige Pegelausschläge. Hier wieder gar nichts. Gehe ich in das Menü rein, auch nichts. Das Menü rein. Flüssige Pegelausschläge. Flüssige Pegelausschläge bei meiner Tonspur, flüssige Pegelausschläge bei der Tonspur des Spiels. Und die Uhr läuft unten wieder. Und zwar flüssig, nicht ruckartig, nicht stockend, sondern flüssig. Ganz seltsam, ich weiß nicht, wo das Problem ist. Wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden jetzt einmal ins Menü reingehen, ich muss nämlich den Spielstand laden. Wir laden den Spielstand. Oh Gott, ist das der? Genau, wo das Space Marine schon da ist. Weil ich weiß nicht mehr, welche Entscheidungen ich damals getroffen habe. Wir wollen aber mit den Entscheidungen, die wir in den Dialog vor des Eintreffens des Space Marines hatten, dass wir diese Dialoge weiter haben. Müssen aber damit leben, dass hier die Charaktere nicht geskillt sind. So, jetzt sind wir wieder im Ladebildschirm. Da unten läuft der Ladebalken und alles ist super. Pegelausschläge von meiner Stimme sind da, Pegelausschläge von dem Spiel sind da, vom Sound. Und zwar so lange, bis wir bei 99% sind. Sobald wir bei 99% sind und 100, stockt alles wieder. Ich weiß nicht, wieso. Was ich aber schon herausfinden konnte, ist, wenn ich das Ganze dann in DaVinci reinschmeiße, also in die Render-Software, die Datei, ist alles vorhanden. Tonspur vom Spiel ist da, Tonspur von mir ist da. Es ruckelt nichts, es läuft genauso performant, wie es vorher auch lief. Das ist aber mein Hardware-Problem.
dass ich hoffentlich in der ersten vollen Februarwoche auch behoben kriege. Ich werde mich nämlich jetzt am Wochenende hinsetzen. Und ich drücke mal die Beliebig-Taste. Werde mir ein neues System zusammenstellen, also komplett neues Hardware-System, komplett neuer Rechner. Und zwar komplett bei Null ein komplett neuer Rechner. Quasi Tower neu, Mainboard neu, Grafikkarte neu, Prozessor neu, RAM neu, Festplatten, alle Festplatten neu. Komplett neues System aufsetzen. Das wird ein bisschen dauern, weil ich nicht weiß, wie die Lieferzeiten sind, weil ich bestelle die Teile alle einzeln irgendwo anders, wo ich sie halt am günstigsten kriege, die jeweiligen Teile. Dann hätten wir hier aber ein System mit einem Ryzen 5000er, also nicht 5000 selbst, sondern 5000, ich glaube 5700 habe ich rausgenommen, oder 5800er. Der reicht für das, was ich vorhabe. Dann ist eine 4070 Grafikkarte drin. Warum 4070er. Eine 4070er Grafikkarte drin. Aktuell laufe ich auf einer 970er. Das alles hier auf einem 4700K Prozessor von Intel. Also ein 10 Jahre altes System. Und darauf müsste es... Vielleicht ist es meine Hardware, dass die einfach zu alt dafür ist. Wir wissen es nicht. Wir gucken mal, ob wir hier noch schnell irgendetwas ändern können. Könnten wir? Nein, könnten wir nicht. Natürlich nicht. Wir sind ja mitten im Kampf. So. Ich lasse jetzt neben meine Stoppuhr laufen. Wir beginnen den Kampf. Noch nicht. Müssen wir erstmal gucken. Wer ist er da? Adela. Nee, Moment. Wir fangen mal an. Also. Sehe ich hier gerade. Die sind auch noch da. Und die sind da. Wo haben wir noch irgendwo? Da oben ist noch irgendwas Scharfschützenmäßiges. Gut. Dann würde ich sagen, wir fangen mit ihr an. Nein. Wo ist sie denn? So, genau. Pass mal auf, Mädel. Du gehst nach da. Genau. Meine Psionikerin geht... Aha. Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Da ist sie. Kassier geht auch nach da. Meine zwei Nahkämpfer-Trolle gehen hier in Deckung und Hendrix geht da in Deckung. Ist das so richtig? Ne, das bin ich. Ja, okay, will ich dann auch da bleiben? Du gehst mal bitte da in Deckung und der Tech Priest geht kann ich da nicht hin? Doch, da kann er hin. So, und dann beginnen wir einfach mal den Kampf. Ich werde jetzt leider nur eine Folge aufnehmen, um da wirklich zu testen, ob alles hinhaut mit der Aufnahme. Und dann gehen wir mal auf Kampf beginnen. So, ich bin dran. Wir haben hier einen Chaos Space Marine. Wir haben hier 3, 6 Schergen und einen Sniper. Zumindest gebietet es mir das Bild, dass es ein Sniper ist. Und ich bin halt Ewigkeiten aus dem Kampf raus. Meine Verbündeten dazu, sich voll ins Zeug zu legen. Wodurch? Nein. Offizier ermöglicht einem Verbündeten, sich sofort von... Nee, wir hatten doch irgendeine Fähigkeit. Dass einer unserer Verbündeten erhöht 6 eines Verbündeten bis zum Ende des Kampfes. Der Effekt erhält es. Nein. Ah, okay. Da sind wir. Geben wir ihr das oder ihr das? Da geben wir ihr das. Sie ist dran. Ne? Sniper-Schuss. Kriegt sie den rein? Weil den würde ich gern zuerst ausschalten da oben. Verdammt. Ja. Kann
kann einmal pro Kampf eingesetzt werden. Höhe von 8. Diese Fähigkeit gewährt außerdem zu 4 zusätzliche Dynamik. Für jeden Feind. 5 Felder Radius. Ich kann bis da laufen und dann gehen wir einfach mal dahin, genau. Aktivieren wir das einfach mal. Lava nehme ich das mit auf. Und dann ist sie fertig. Ja. Ich bin wieder dran. Plasmaüberladung würde... Normaler Plasmaschuss würde. Oh, Schrecko Graus. Einzelschuss. 2 bis 4. Oh, Schrecko Graus. Die Supermaus. Das brauchen wir nicht. Wir nehmen erstmal das da. Nicht auf dich selbst, oh Gott. Da kommt auch einfach ein Plasmaschuss da drauf und dann ist gut. Ist ja auch nur eine Plasmapistole, ist ja kein Plasmawerfer. Zack, sie ist dran. Kann sie zufällig? So, können wir mal was gucken. Sie hat doch hier alle Kreaturen in einem Kegel von erleiden 13 bis 16 Schaden. Das schließt aber auch meine eigenen mit ein. Muss ich gerade mal gucken. So ist sie betroffen. So nicht. So, das heißt, die sind wir schon mal los. Ich kann das nochmal auf sie wirken. Genau. Und du versuchst nochmal den da oben auszuschalten. Zack, wir sind den Scharfschützen los. Dann rennst du jetzt nach da. Was bringt das? Die Fähigkeit sprechen. Bis zum Ende der Runde. Scharfschützen zieht seine. Okay, und wir können Einzelschuss machen. Dann nehmen wir doch den da raus. Also die zwei sollen jetzt hier nur die Minions rausnehmen. Weil ich kann da zwar was mehr Schaden anrichten, aber ich will die Minions loswerden. Damit wir uns voll und ganz... Das war's. Dann gehst du nach am besten dort. Okay, da hast du keine Deckung, du hast gar nichts. Hier hättest du eine Deckung hinter. Was verkriech dich mal nach... Da. Hallo. Genau. Du verkriechst dich da. Dann bist du fertig. Du bist fertig. Wir haben Imsche. Imsche sprach... Hat doch hier Maschinengeist-Kommunikation. Alle Waffen in einem riesigen Gebiet allein erlangen zusätzliche Effekte. Ja, gut. Wir können aber einen gezielten Scharfschützenschuss auf den abgeben. Womit schießt du eigentlich? Ja, okay. Kannst du, hast du eine Gasgranate, Brandgranate da reinwerfen? Das macht ja gar keinen Effekt. Dann machen wir einen Einzelschuss. Ja, geht natürlich daneben. So. Und wir sind durch. Die Schwester ist standardmäßig dran. Geht nach da. Ja. Und schießt dann einen Einzelschuss in den rein. Zack. Dann haben wir einmal geschossen, haben einfach das gemacht.
Der Soldat hebt sofort den Effekt erschöpft auf. Bis zum Ende des Kampfes erhält der Soldat folgende Boni. Laufen und ballern, dann läufst du mal nach da. Und gibst einen gezielten Scharfschützenschuss in den rein. Ja, aber ich kann nirgends woanders hinrennen. Ich könnte nach da rennen. Dann ist er dran. Ist Imsche dran. Imsche gibt auch gezielten Scharfschützenschuss ab. Die haben halt alle nur Pistolen, das ist halt das Problem, ne? Oder würde das 4 bis 8? Ja, auch 4 bis 8. Dann machen wir noch die 1. At your back and call. Verfehlt. Todfeinde. Mach dir mal zu deinem Todfeind. So, und dann machst du mal das. Ja, ich will die halt nicht in Nahkampf schicken mit einem Space Marine. So. Jetzt kommen wir dazu. Wir haben die Möglichkeit, eine Salve abzufeuern mit einer Pistole. Das bringt halt rein gar nichts bei den Space Marine. Alle Verbündeten innerhalb von 5 erleiden bis zum Ende des Kampfes plus 1 Entschlossenheit. Jeder zusätzliche Stapel des Effekts erhöht die Entschlossenheit um plus 2. Das Ziel erlangt bis zum Ende des Zuges plus 10 Stärke und Zähigkeit. Ansturm. Aber kann ich nicht. But of course, Lord Captain. Ey! Achso. Wollte nur gucken. Aber da muss ich auch in Nahkampf gehen mit ihm. Das will ich halt nicht. Habe ich da keine andere Waffe? Was habe ich denn auf X? Naja gut. Dann habe ich nur den Stab. Weil dann müsste ich ja bis nach da laufen. Oder hier laufen. Und dann in den Nahkampf reinrennen mit ihm. Testen was? Oh komm, wir testen es. Wir gehen da rein. Dann machen wir das da. Auf mich selbst. Dann gehen wir Ansturm. Warum krieg ich... Ich kann hier keinen Ansturm machen. Warum nicht? Leben aussaugen. Dann machen wir Leben aussaugen auf ihm. Hätte ich auch da nicht ranrennen müssen. So, der Space Marine ist dran und wir gucken nicht hin. Alter! Die erste ist ja schon tot. Na ja, gut, er hat eine direkte Feuerlinie halt gehabt, ne? Ich glaube, ein Nadler macht gar nichts, ne? Kann man vergessen. Warte mal, pass mal auf, wir nehmen dich. It's as good as done. Und bitte gib einen ordentlichen gezielten... Alter. Ich würde jetzt mal mich treffen. Egal wie ich schieße, ich würde jedes Mal mich betreffen. Ist natürlich doof.
Reduziert den Schaden, den die Angriffe des Ziels ausüben. Okay. Habe ich es jetzt gewirkt? Ich weiß es nicht. Okay. Habe ich noch eine andere Waffe mit? Nein, der hat keine zwei. Er hat ja zwei Waffen, zeig gleich. Das war der falsche Knopf. So, ich würde am liebsten nach da rennen, denn lieber schießen statt reinhauen, weil ich habe das Gefühl. Wir können es ja probieren. Das bringt ja alles nichts. Vier. Alter, das bringt ja alles nichts. Nee, 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 nee. Also, eindeutig. Space Marines mit Nahkampf kannst du vergessen. Also nicht als Mensch. Selbst eine Granate bringt nichts. Selbst eine Granate bringt nichts. Me? If you insist, Lord Captain. So. If only that were possible. Ziel zu weit entfernt. Ja gut, dann nehmen wir dich. Dann treffe ich wieder die eigenen. Ja, guck doch mal, die Pistole bringt doch gar nichts. Teil dieser Schaden wird von Xenus um gegen Chaosanbeter oder Drukhari. Ist ja ein Chaosanbeter. Im Endeffekt. Das war's. Du hast Momentum. Gewährt einem Verbündeten einen zusätzlichen Zug und voller AP, BP wäre des Zusatzzuges ignoriert der Verbündete as Limit. Aha. Nehme ich mich selbst. Geht halt einfach ein direkter Plasmaschuss drauf. Wir versuchen nochmal mit Plasma drauf zu schießen. Und eine Granate. Was haben wir denn da? Psi-Granaten. Tarnwolken ist uninteressant. Fünf. Nehmen wir mal eine Handgranate drauf. Alles verbraucht, alles verbraucht. Alles fertig, alles fertig. Du bist regulär dran, ne? Warte mal. Request approved. Oh, er trifft gar nichts, der Kerl, ne? The scriptural prognosis is favorable. Für weniger entfernt befindet. Dieses Ziel erhält augenblicklich Ausnutzung. Weiter können wir nichts machen, Pascal. So, mein lieber Leibwächter ist dran, ne? Ja, da ist er eine Etage tiefer, ne? Wenn er da steht, kann er doch. Ja, denn. Ich schieße lieber von der Entfernung. Ich habe keinen Bock, mit einem Space Marine in den Nahkampf zu gehen. So, du bist dran. Das macht überhaupt nichts.
But of course, Lord Captain. Ja. Alle Verbündeten. Alle Verbündeten innerhalb von 15 Radius erlangen bis zum Ende des Zugriffs eine Geschlossenheit, jeder zusätzliche Stab, mehr nicht. Ja, ja. So, der Marine ist dran. Wo auch immer er jetzt hin will. Ja, der kann der Plasma eh nicht mehr schießen. Ist ja denn doof. Warte mal. Du, zu weit weg. Schade. Trotzdem bist du erstmal dran. Sie dürfen sich ja nicht bewegen, die Charaktere. Alle Feinde des Kreises, 5 Felder erlangen bis 9. So. So konnte man auch ein bisschen Schaden reinwirken. Ich bin dran, ne? Dann gehe ich nach da und gebe einen gezielten Plasmaschuss da drauf. 3 bis 7. Oder werf eine Granate drauf. Dann werfe ich eine Granate drauf. Okay. So, ihr seht ja selbst, die Folge ist jetzt bei 27 Minuten und laut OBS bin ich bei 4 Minuten Aufnahmezeit. Um mal nochmal das Problem darzustellen, das ich habe. Nein, das ist kein Job für Angestellte, das ist dein Job. Der nächste Nahkampfangriff. Okay, jetzt kannst du stürmen. Kann ich da ranstürmen? Ich kann ranstürmen an die. Okay, also mache ich. For the throne's glory. Ja, dann stürm ich nicht daran. Warum nicht? Naturally. Hau ich dir halt den da rein. Mit X kann er nichts mehr machen, ne? Gucken wir mal, nein, nur Waffe wechseln, okay. Nächste. Sie ist dran, sie ist fertig. Der Maschinenseher ist dran, kann nach da. Gibt denn den da rein. Ein, zwei, drei Lebenspunkte noch, okay. Hatten der Baby inzwischen alles. Zu viele Sachen. Schaden, den die Angriffe des Ziels. Was bist du? Perfekte Position. Entdeckung erlangt. Interessant. Bis zum nächsten Zug des Agenten entfernen die Angriffe seines Verbündeten auch. Hä? Die Schaden, die die Angriffe des Ziels zufügen, um. Für eine Runde. Okay. Fernt sämtliche Ausnutzung. Ausnutzung haben wir gar nicht drauf. Again, fernt sämtliche Instanzen von Ausnutzung vom Ziel. Aber ich glaube, Ausnutzung hat er gar nicht drauf, ne? Fokus. Schau mal. Hm.
Ne, der hat noch gar keine Ausnutzung drauf, bringt also nichts. Wir sind fertig. Wenn du nach da läufst, könntest du da nochmal einen Schaden reinwirken. Ja. Nicht viel, aber ja. Der nächste ist, du bist dran. Könnte ich mit dir, warte mal, wenn ich nach da gehe, kann ich dann einen Sturmangriff auf den laufen. Ziel ist zu nah. Und wenn ich nach da gehe, dann geht's. Pass auf, dann gehen wir nach da und sprechen erstmal das. Und dann das. Ich will gezielt in den Nahkampf gehen mit ihnen. Einfach mal zu gucken, was passiert. Also er wird jetzt drauf gehen. Das ist garantiert, weil ich glaube nicht, dass der Marine so wenig Schaden macht im Nahkampf. Ja, jetzt wird er aber schießen. Zerstört die Sackratte einfach die Schiffe? Scheint so. Okay. So, wer ist denn dran? Ich bin dran. Ach, hier sind ja auch welche. Gut, hau die mal da rein. Ich muss nachladen, ne? Danke. Erhöht 7 eines Verbündeten. Was? 7? Kampf ist um einen Wehr. So weit, wenn das hier unter dem Effekt. Pass mal auf, wenn du nach da läufst, ne? Und du dann den da reinhaust, sind die erstmal alle tot, oder? Naja, fast alle. So, dann sprichst du mit dem, genau, und du... Ich muss den da platt machen vorrangig. Aha, so viel kann er aber auch nicht mehr aushalten. Alle Verbündeten im Radius. So, genau. Du bist fertig. Du hast fertig. Du hast Momentum, das ist geil. Was hast du denn für Momentum? Der Agent führt allen Feinden im Kampf augenblicklich eine Ausnutzung zu. Okay, was ist das da? Der Agent fügt allen Feinden im Kampf Ausnutzung zu. Ja, uninteressant. Nee, warte. Ja, du musst den da ausschalten. Darum geht's. Ich muss hier gezielt Leute ausschalten. Na gut, komm. Da ist ja keiner in Reichweite, wo man das machen kann. Und das ja auch nicht. Also, doch dem.
Zack, dann ist sie auch weg. Durch. Wer ist dran? Du bist dran, ne? Dann gehst du nach da. Könntest gezielt auf den da gehen. Und der Nahkämpfer da unten ist mir scheißegal. Ich habe das Gefühl, wir müssen verhindern, dass der beide Shuttles da oben ausschaltet. Wer ist dran? Hendrix. Wenn Hendrix nach da geht, kann der einmal Anstürme auf den machen? Kann er. Dann geht er nach da und macht erstmal das. Dann macht er Ansturm. Es hat ordentlich Leben gekostet. Er hat nicht getroffen, okay. Die Hoffnung ist, dass der Marine dadurch eher Hendrix killt, als die Raumschiffe anzugreifen. Also ja, ich opfere gerade Hendrix. Falls er nicht vorher stirbt. Sehr gut. Oh. Zwei sind dran. Nein, warte, du bist dran. Kriege ich dich? Nein. Der 2? Wollte gerade sagen. 2 kann keinen Schaden machen, wäre ja seltsam. Ja, er hat keine Wahl. Was ist das da? Kraftvoller Hieb. Naja, ich komme nicht in den Nahkampf. Na, falsch angesetzt. Ich, ja. Ja. Plasma-Überladung bringt da auch nichts. Was bringt denn eine Psi-Granate? Zu wenig Schaden. Die Sonne ist da, das ist schön. Sie ist dran. Ah, guck mal, sie kann sogar aufstehen. So, wenn ich jetzt nach den aktiviere und dann in X gehe, dann nach da gehe, kann ich den Schlag ausführen oder den. Ja, der natürlich pariert wird. Da kriege ich halt augenblicklich sämtliche AP zurück und erlangen 2 BP. Ja, wir machen mal hier, letztes Aufbegehren. Achso, das ist die 3. Ja! Das war so das. Hey, vielleicht schafft das ja den auch noch Platz zu machen, weil die haben wir auf 34 runter. Den kriegen wir vielleicht in 2-3 Runden durch. Weil dann müssen wir da hinten ja auch noch die Gegner ausschalten. Ja, das wird eine lange Folge. Wir haben wieder einen Toten. Oder? Nee. So, ich bin dran, ne? Geh mal ganz kurz in sie. Also, sage ihr, was sie zu tun hat.
Zurück in den Kampf. Hilft das? Nein, 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 das ist dein Job. Das ist ganz genau dein Job. Hat noch 11. Du bist dran. Du sagst, er ist dran. Wir hauen den nächsten rein. Der ist fertig. Du bist dran. Du machst den mal bitte weg. Danke. Du bist... Moment. Alle Feinde innerhalb eines Kreises mit einem Radius von 4 Feldern allein bis zum Ende des Kampfes ein Abzug von auf Willenskraft und Zähigkeit. Das heißt, es geht nicht gegen meine. Es geht aufs zweite Schiff. Ja, ein Schiff ist noch übrig. Scheiße, der steht da oben. Kann auf gar keinen schießen, ne? Er hat keine Reichweite für irgendwas. Doch hat er. Wir sind den scheiß Space Marine los. Ah, das bringt uns gar nichts. Doch da. Sind drei, ne? Ja. Ah, verdammt. Ja, das ist aber noch diese 1, 2, 3, 4, wie viel sind es? 8. Überleben. Ja. Dann sprichst du mit dem. Der macht die 4 nochmal. Diesmal hoffentlich auf alle. A tactically sound approach. Ach komm. Dann heilst du dich einmal selbst. Und dann lädst du einmal nach. Wir müssen die da hinten noch loswerden. Ja, ja. Das. Wenn sie sich selbst töten, ist alles okay. Nein! Nur noch zwei Leute. Sie muss erstmal nach da gehen. Dann gibst du die Fähigkeit nochmal dem. In der Hoffnung... Oh, Entschuldigung, die drei. Der hat eine Tarngranate, keine, ja, eine Tarnwolke. Sie könnte nochmal schießen, aber, naja,
Ja, gut. Du bist regulär dran, ne? Hm? Ich wollte sagen. So, dann bleibst du da, wo du bist. Die sind dran, ne? Sie kann nach da laufen. Ich laufe erstmal nach da, warte. Ey, warum ist sie nicht gelaufen? My place is at the fall. Ach, komm. The colors, they are fading. Injury is not an excuse to shirk one's duty. Ach, weil sie tot ist. Deswegen ist sie nicht gelaufen. Drei. Follow my lead. I took care of this one. It will be done. I've suffered worse. Könntest du dann eine Handgranate da reinwerfen? A tactically sound approach. So, und dann die F4. Auf dich selbst. Denn die drei. Tried and tested tactics are the best. Zack! Alle Gegner tot. So, die Folge ging 45 Minuten. Das ist auch mein Problem, wenn ich morgens nicht so viel Zeit habe zum Aufnehmen. Ich kann ja nur aufnehmen am Vormittag. Aber. So, und jetzt? Leichen plündern. Alles nehmen. Sometimes you consult the appropriate treatise on Tactica Imperialis and weigh every step. Sometimes, though, you just fire your biggest cannon and save the day. Oder? Ich kann hier nichts mehr plündern, ansonsten weiter, oder? Sieht man ja normalerweise auf der Map. Doch da ist noch irgendwas. Irgendwas ist hier. Always keep your eye on the prize. Steh genau drauf. Irgendwo hier ist was, was man noch plündern können soll. Ah, da. Ansonsten ist hier nichts weiter. Dann gehen wir mal hier hoch. Den nehmen wir auf jeden Fall alles ab. Danke. Und auf zum Raumschiff. So. Jetzt läuft die Tonspur wieder ordentlich. Witzigerweise, wir haben angeblich 6 Minuten und OBS in der Aufnahme, obwohl es 50 sind. Naja. Wer hätte es geahnt. Aber ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder nach dem Ladebalken. Ich weiß noch nicht, wann diese Folge kommt. Also weiß ich jetzt wirklich nicht. Ich muss überlegen. Am 18. Pi mal Daumen. Ich weiß es nicht genau. Ich werde es doch mal herausfinden. Aber ist ja auch egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Tschüss.